Mir ist ein bisschen kalt. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ich habe das größte Rift aller Zeiten gefunden. Es besteht aus einem einzigen Level und das ist gigantisch. Oh Mann, gib mir kleine Map. Kleine Map. Also, ja, hier, dann hier hoch und dann hier hoch. Und hier ist schon zu Ende. Hier ist schon der Stein, den zurückgeht. Das ist wirklich nur ein einziges Level. Boah, ist das krass gewesen. Nicht unbedingt gut, aber ich habe 3 Setpläne, glaube ich. 2 habe ich hier und einen habe ich noch hier. Irgendwo. Was? Ich habe keinen. Okay, dann habe ich nur 2 Setpläne. Setpläne. Ich sag schon Setpläne. Unique Pläne, meine ich. Hier habe ich zum Beispiel Blacktowns Kreuz von Dunkrake gefunden. Ja, Manticore, Locktuch. Das ist eben noch der Hirtenstab. Die Glocke habe ich hier. Dann schauen wir mal, was drin ist. Also zuerst einmal der Plan Plankentreter, legendäre Stiefel. Plankentreter, Stiefel. Wo haben wir Stiefel? Da, Plankentreter. 5 zufällige magische Eigenschaften. Oh, das will ich herstellen. Sehen irgendwie cool aus. Was haben wir als anderen Plan? Flüchtiger Riemen. Ein Gürtel. Den brauche ich eigentlich nicht, den Gürtel. Herstellen. Schnell. Yeah, besser. Erhöhten Schaden von Chakram. Das möchte ich aber nicht. Also flüchtiger Riemen. Ich werde jetzt mal hier alle wegmachen, die ich momentan gar nicht möchte, dass sie da sind. Schulterschutz auch nicht. Schild. Mächtiger Gürtel. Marke des Schuftes. Kraftstein. Kopfschutz. Ah, das ist das mit dem doppelten Mark des Todes. Da ist der flüchtige Riemen. Den haben wir doch schon mal gedroppt bekommen. Also den Skin, den kenne ich. Okay, Angriffsgeschwindigkeit ist auch noch drauf. Okay, gut. Heute machen wir Schlüssel. Zuerst Akt 4, dann den Kauderwelschstein, dann Akt 3 Schlüssel, machen wir Rift und dann Akt 2 und Akt 1 Schlüssel. Also, Akt 4 Schlüssel. Jetzt bitte droppen. Wäre nice. Jetzt sind wir schneller. Wir sind sehr schnell geworden. Hier ist schon der Behemoth-Slag, der Behemoth. Oh Gott. Plus Lex noch dazu. Nein, nicht mit dem Vereisungsimpuls. Wir sind so extrem stark geworden, das ist okay. Ich liebe es.
Ach komm. Nein, nichts dann. Genau das will ich nicht. Dankeschön. Und Level 80. Neues Paragon Portrait. Sehr schön. Es geht so schnell. Ich knack noch die 100. Ja, okay. Sagen wir 150 knacke ich noch, bis ich dann in den Dinge, in den Leitermodus, wenn ich dann kann. Ich tue hier freie Punkte. Ressourcenreduktion. Lass mal mit den Feuerchen, das macht weh. Grüße. Ja, genau du dort. Genau du. Es regnet es. Es regnet. Hallo, ich suche den Schlüsselwächter. Wenn du nicht kommst, dann hole ich dich. Und hier immer mit den Schilden. Sowas von sinnlos, wenn ich Schilde aufmache. Ich tue der zu durchbreche sie und mache dann Aua. Drago an Schlüsselwächter, Drago an Schlüsselwächter, kommen Sie hier hin. Forten Sie mich heraus. Habt ihr gehört? Ich finde keinen Schlüsselwächter. Oh, noch ein Buch. Ach, keine Schatten. Sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Oh, da guck mal. Ich noch geschafft. Oh Gott. Der ist viel zu früh schon losgerannt, weil ich irgendwie ihn angegriffen hatte. Da habe ich gleich noch Schwein gehabt. Gott, aber. Aber nimm mir noch kein Tor. Irgendwie Tore sind so selten, dass man sie. Dass 90% aller Spiele das gar nicht zu Gesicht bekommen. Du was? Oder habe ich einfach nur Pech? Ich will es doch echt sein. Das sieht so gluckerig aus. Überall Gold. Und der Endboss ist so grässlich. Der hockt, glaube ich, in einer Truhe oder was das war. Und auf einem Thron. Sah irgendwie so aus wie eine Truhe und ein Thron. Ich weiß nichts von den Nephilim. Einfach so mal chillig. Ich weiß nichts von den Nephilim. Oh, da ist er ja. Auf dich habe ich gewartet. Ich kann einfach raus. Wir oh. Was ist das für eine Attacke? Ah, das ist die Mönchsattacke da.
Ja, dann mach nicht schlecht Schaden. Kein Schlüsselchen. Okay, dann Akt 3, Kauderwäsch dann. Ja, das ist gut, dass die Frosthöhle da ist. Ganz viele Gegnerchen. Die Türme werden immer wie besser, ist sogar. Auf die kann ich immer mehr zählen. Ich kann sie immer wie öfters einsetzen. Also wenn das nicht OP ist. Ich hab irgendwie gar... Ich finde den Hexendoktor, seine Pets sind gar nicht mal so gut. Also die Türme sind momentan besser. Und sie sind unbesiegbar. Man kann sie immer umplatzieren. Nice. Vielleicht wird der Geschützturm Demon Hunter mal wirklich sehr beliebt. Was ich noch geil finde, so die Hardcore-Fans, die immer sagen, ja, das Spiel ist zu leicht und ja, ich habe irgendwie nie Probleme und so, das Spiel macht nicht mehr Spaß. Genau die müssen zu OP Builds spielen. Das ist auch bei League of Legends so. Das ist auch bei irgendwie Total War so. Da nimmt man auch immer das beste Reich als Profi und so. Ist wirklich. Naja. Sie schaden sich selber, wenn sie keine Herausforderung in sich selbst geben, oder? Ich habe wirklich null Probleme momentan. Schwierigkeitsgrad oder so. Weil ich mir auch sehr viele Challenges und so einbringen, ausdenke. Ich könnte jetzt schon lange auf T6 spielen, aber ich will nicht. Ich will euch eigentlich nur zeigen. Was Gefährte, Wolfgefährte, beschwert jetzt drei Wölfe. Das nehmen wir doch. Wir haben drei Wölfe. Oh mein Gott, wir machen einen Zoo, genau. Wir machen einen Zoo auf. Wenn wir jetzt noch das ganze komplette Ding-Set haben, oh Gott. Wir haben einen Wolfszoo schon mal. Oh, ist das krass. Dankeschön für die Seiten, auch wenn es schwächer ist. Ich liebe drei Wölfchen. Und sieht auch sehr schön aus, diese Rüstung, also Schnucke ist sie. Hassgeneration noch. Ja, so viel schlecht ist sie jetzt auch nicht. Was ist denn das da gewesen? Ein eingefrorener Vogel. Die Wölfe machen halt jetzt extrem Damage. Das ist das Krasse. Oh, ist das schön. Ich habe drei Blocker, die extrem schnell sind. Jetzt ist der Höhle dreimal so stark. Wäre schön. Wenn man auf die 4 drückt, bekommt man irgendwie 30% mehr Schaden. Für 10 Sekunden. Und
Ja, wenn man drei Wölfe hat, sollte es eigentlich dreimal so viel sein, also 90. Ich weiß es nicht. Da unten ist die Höhle. Da unten brauche ich sie aber nicht. Ich werde jetzt ein bisschen tanzen. Heulen. Gib mir Life. Life ist Life. Na, 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 na. Life is life. Der Regentanz beginnt. So, Höhle. Ich komme jetzt rein. Na, hast du keine Gegner? Hier hast du Gegner. Also es wäre jetzt wirklich ganz klar, was ich machen würde, wenn ich jetzt den Lettermodus so verbringen würde. Aber mal im Ernst, eben, ich habe es ja erst angesprochen. Ich will doch Herausforderung und das mache ich jetzt mit meinem Mönch. Ich will den Mönch eigentlich Ding, nicht hier spielen und ich möchte Asche und Lauch wieder finden und so. Die Herausforderung möchte ich mir stellen. Auch wenn der Mönch mal sich jetzt nicht die schlechteste Rasse der Charakterklassen ist momentan. Er hat einfach einen riesen Nachteil und das ist. Er hat fast keine AOE-Attacken, also man muss wirklich jeden einzelnen Gegner eigentlich recht rauspullen und dann killen oder so. Oder auch nicht pullen, weil er sehr viel aushält. Und ich denke, es wird genug leicht sein, weil wir jetzt sehr viel Erfahrung haben und der macht extrem viel Damage. Sehe ich gerade. Nicht schlecht, alter Specht. So, und hier haben wir noch ein paar komische Vögel. Easy, easy. So, wo ist der Eingang? Hallo? Ah, Grüße. Ich will auch dran kommen. Also der Demon Hunter macht extrem viel Spaß. Konzentriert auf euch, auf ihn. Ich habe nicht so viel Leben.
So, Dele. Eigentlich könnten wir jetzt auf C2 gehen. Wir sind so stark. Aber dann ist das wieder zäh wie Kaugummi. Ich will mir die Herausforderung anders holen und nicht durch irgendwie Gegner, ja, 20 Minuten dran kloppen. Und ich habe ja gesehen, der... Ah ja, ihr habt sie nicht gesehen, aber der Rift-Boss, den ich ganz am Anfang mit Partys ja gelegt habe und die Loots herumgelegt habe, der war extrem zäh. Das war so ein... Diese Illusionsdinger, sagt 4. Die, wie sagt man denn? Wie heißen die? Ja, die Grünen halt. Die sich immer unsichtbar machen und so. Und der war extrem zäh, also wirklich. So, dann rüsten wir uns so ein bisschen mit den Edelsteinen noch raus und färben unsere Klamotten. Mach ich rote Stiefelchen. So, das sind die guten Edelsteine, die muss ich rausnehmen. Und hier reinlegen. Sonst habe ich hier keine Sockel mehr, nein. Ein guter Ring, ist der besser? Der ist sogar noch besser. Ah, das ist wegen kritischer Treffer schon. Nein, das möchte ich nicht. Der hat noch mehr Schaden. Ach, Blitzfertigkeit. Ah. Nee. Plus 9 Leben. So, ja, wir alles langsam wieder voll. Okay, dann machen wir weiter. Ah, nein, zuerst färben. Also, was sehe ich da? Stiefel, die müssen rot werden. Die schwarz, also die sind schon schwarz. Die Schulterplatten noch schwarz. So. Kann man die noch rote färben? Ah ja. Sehr schön. So sehe ich doch cool aus. Also. Weiter geht's. Stachelschwein aus Blitzen. Ja, toll. Ein verbleibender Gegner. Das sehe ich hier, diese Chitara. Da, Chiltara. Die abscheuliche Frostpirschin. Abscheulich, nichts getroppt. Du Arsch. Ich wollte den Kauderwellstein. So. Direkt weiter ans Steinfurt. Schokolade essen. Der Dragus.
Also ich denke, diese Salto wird viel schneller, wenn man gute Bewegungsgeschwindigkeit hat. Ja, irgendwie macht er jetzt momentan nicht mehr so viel. Er macht sie einfach schneller. Nicht mehr so lange Pause dazwischen. Also es lohnt sich wirklich auf Bewegungsgeschwindigkeit zu gehen. Ich gehe noch kurz nach oben. Also ganz viele. Und die habe ich einfach übersehen. Also, da ist noch so ein Soldat. Wo ist er denn? Ist er diesmal gar nicht hier? Fragezeichen über Fragezeichen. Gib mir den Schlüssel. Ich brauche ihn. Oh, Grüße. Grüße, Goldmünzen. Na, habt ihr Bock auf Regen? Könnt ihr haben. Eine Truhe. Da unten ist die Belagerungsbestie. Oder eine der Belagerungsbestien. Massenproduktion wahrscheinlich deshalb so fehlerhaft. Ich tanze ein wenig durch dieses Steinfort. Ach komm. Finisher. Ha. Gib mir mal den Goblin. Auch kein Portal. Heide. Heide sehe ich noch einmal. Schrecklich. Ein Eisgegner. Oh, die Wave-Statuen. Statuen sind hier noch. Ja, gib mir mal ein bisschen mehr. Also machen wir ja Drift. Keiner hier. Da unten. Die unendliche Klopperei. Diese Armen werden verprügelt. Die armen Soldaten. Rift da unten. Ja, das ist immer noch off. Aber wofür habe ich jetzt ein Level? Südchen. Geschützturm. Ha. Wie stark sind die Geschütztürme, wenn wir wirklich auf jedem Item plus Geschützturm Damage machen?
Das müsste dann reinhauen wie nichts. Und da sie ja jetzt critten können und so. Och, geil. Nächstes Rift. Oh, jetzt habe ich nur noch 17. Ja, genau. Neues Ereignis. Ein großes Ereignis. Bleib jetzt noch hier. Schau hier drüben. Ah, hier geht auch ein Weg weg. Überall Geister hier. Ist nix. Der kann gar nichts machen. Ich dann, also zuerst stunnen und dann, wie sagt man dem? Erholung da vom Schaden hat ihn zurückgepusht. Oh. Muss ich jetzt mal ein bisschen verwenden. Bisschen schneller. So. Leider ist es nur sehr kurz. Ja, schon fertig. Schade. Nein, ich möchte keine graue Klinge. Also ich denke, ich werde anfänglich ein paar Challenges machen, wenn die Session anfängt. Einfach so als Spaß. Und da kann ich nicht sagen, ich würde cheaten oder so. Also einfach Items die ganze Zeit nehmen. Na, ich habe ein paar bestimmte Challenges vorbereitet. Die es in sich haben. Und die etwas Cleanes brauchen. Ein cleanes Kisten. Eventuell. Alles möglich. So, hier ist gerade ein bisschen lame. Ein bisschen weitergehen. Ich brauche Herausforderungen. Im Sinne von... Genau, Elites. Die können doch das. Die können mich verstehen, sie wollen es einfach nicht. Ja, geht mir
Damage, ich muss Damage machen. Jetzt hat er keine Chance mehr. Upp. Ich wusste es genau, dass es kaputt geht. Diese Sekunde. Ja, was ist denn das für ein Level, hey? Gott, oh Gott. So gerade Linie ist ja nicht mal mein Schwanz. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt fängt das wieder an. Oh, ich will kein Bombardement. Nicht reinrollen. Södelchen. Jetzt haben wir hier noch einen Seitengang. Hier manchen wir auch alles nieder. Oder elektrisieren sie. Flutsch, flutsch, flutsch. Platsch macht's und fletsch. Mehr Damage für mich, bitte. Scheinbar ist wieder das ein eigenes, ein einzelnes Level. Was ist denn los? Ich krieg nur Scheiße. Ich will nicht so ein lineares Level. Ein einzelnes großes Level. Ja, mach Schaden. Diese gelben Zahlen. Richtig nice. Okay, wie ich sehe, sehe ich nichts vom Ausgang. Aha. Regen. Ein Schild. S.H.I.E.L.D. Schild. Kugel. Ich sammle gerne Kugeln. In diesem Spiel. Schon wieder ein Tagebuch. Oh Gott. So, jetzt sind wir hier. Ach Männer. Das Level ist einfach zu groß. Für meinen Geschmack. Ich will doch Abwechslung. Okay. Oh, ich sehe so schön aus mit dem Helm. Aha. Aha, verstehe, es gibt doch ein zweites Level. Okay. Aber es war wirklich wieder so groß, es würde jetzt nur ein Level geben.
Ja, schieß mal das Gold raus. Ach, was ist das? Das nervt ein bisschen. Ein bisschen anfeuern. Ah, der ist sehr schnell, okay. Weg. Weg mit dem Dreck. Oh, jetzt dreht's auf. Nicht in die Ketten. Oh Gott, das ist schlechte Mann, das ist kacke. Schlechte Bursle. Boah, da ist noch eine Falle. Machen wir die Falle von der Sicherheit der Distanz aus. So. Igitt. Explodiert noch so ein Aal im Bauch haben, Besitzer, Schmorotzer. Weh. Schon die nächsten Gegner und dann natürlich die Aalteile. Ach komm schon. Ich habe nichts bestellt, keine Aalpizza. Ja. Ach. So. Jetzt haben wir schon mal gleich den Riftboss. Gut zu hören, gut zu sehen. Ach, geht mal down. Schalala, lalala, schalala, dralala. Ich sehe Gegner und ich sehe einen Setplan. Ein Legendary Plan. Was ist es? Was ist? Mutter? Ah, Mauer der Menschen. Was, Min? Ja, Menschheit. Okay. Ich hab's irgendwie mit den Sets, seitdem ich das Amulett gefunden habe. Blackthorns Amulett. Hab scherzt mal. Richtig. Eins gefreut. Und dann habe ich gemerkt, oh, Blackthorns, das könnte mir noch sehr hilfreich sein. Escandriel. Ich mach gerne Damage an dem Askrendel. Genau. Wusch, muschi. Nicht so viele, bitte. Von diesem Laser. Mit dem Laser werde ich die Welt zerstören. Mit dem Laser. Dr. Evil und sein Laser. So, ich denke, der Part ist genug groß. Sonst habe ich wieder Schwierigkeiten mit YouTube, weil YouTube so lange braucht bei langen Videos. Also immer tausendmal mehr als irgendwie 5 Minuten kürzer oder so. Deshalb mache ich mal hier einen kurzen Unterbruch. Bis zum nächsten Part. Tschüss, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.